Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Online-Konferenz zum Thema Ökonomisierung schulischer Bildung. Es geht um die Studie, die Tim Engartner, den ihr hier auch seht, für uns erarbeitet hat. Ökonomisierung schulischer Bildung, Analysen und Alternativen kann man im Internet bestellen als Print oder auch sich als PDF herunterladen. Müsstet ihr gucken, wo das geht. Eigentlich wollten wir heute eine Veranstaltung in Frankfurt machen, ein Kolloquium, vorher dann eine größere öffentliche Diskussion. Das geht jetzt ja nun leider nicht und wir machen dieses Online-Format und wir werden das so machen, dass wir also eine Dreiviertelstunde in unserem Podium diskutieren und das dann die Zuschauerinnen und Zuschauer über Zoom sich zuschalten können und auch mitdiskutieren können. Der Autor der Studie ist Tim Engartner. Er ist Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Uni in Frankfurt und hat diese Studie in unserem Auftrag, im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung erstellt. In der Stiftung gibt es einen Gesprächskreis Bildungspolitik, der sich bemüht, das Thema Bildung und Bildungspolitik in der Arbeit der Stiftung besser zu verankern. Und das gehört auch mit dazu. Es gibt auch eine Vorläuferstudie von Thomas Höhne. Thomas Höhne ist Professor an der Bundeswehrhochschule in Hamburg, an der Schmidt-Hochschule in Hamburg. Mehrwertbildung, da geht es um Konkurrenz der Schulen, um einen ökonomisierten Bildungsbegriff. Das ist eine kürzere Literaturstudie, aber die geht in die gleiche Richtung. Die Ökonomisierung ist ja ein durchgängiges Thema. Aha, ich stelle erstmal unsere Diskutanten vor. Wir haben zwei Personen aus unterschiedlicher Richtung eingeladen, mit uns und mit Tim Engartner über die Studie zu diskutieren. Das ist einmal Ilka Hoffmann. Sie ist im Vorstand der GEW für Schulen zuständig. Sie hat gerade in einem bemerkenswerten Aufsatz, der in der Erziehung und Wissenschaft erschienen ist und auch auf unserer Webseite steht, herausgestellt, wie durch Corona die Bildungsungerechtigkeit vermehrt wird. Und die GEW setzt sich damit ja auseinander und setzt sich auch mit dem Thema Ökonomisierung auseinander. Für sie steht also die Chancengleichheit sehr stark im Vordergrund, aber auch die Rechte der Lehrer. Und da kann es möglicherweise auch Konflikte geben. Darauf werden wir zu sprechen kommen, wenn eben Lehrerinnen und Lehrer besonders in sozialen Brennpunkten gebraucht werden, aber lieber in die bürgerlichen Viertel in den Großstädten gehen. Und wir haben Jürgen Kauber eingeladen. Jürgen Kauber ist einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen und hat ein Buch geschrieben, Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? Und darin haben wir auch viele Gemeinsamkeiten in der Kritik an der Unterordnung von Bildung unter betriebswirtschaftliches Denken entdeckt. Und in vielen Aufsätzen in der FAZ gibt es ja auch Kritik an Bologna, an Prüfungs- und Messbarkeitswahn. Und Tim Engartner hat ja auch einiges davon zitiert. Und als Marxist würde ich sagen, es geht uns gemeinsam um die allseitige Entwicklung des Menschen in der Gesellschaft. Ich selbst, Karl-Heinz Heinemann, war in meinem Berufsleben Bildungsjournalist, habe in den letzten Jahren viel für Rundfunk und Zeitschriften gearbeitet, eben auch für die GEW gearbeitet und für die Frankfurter Rundschau, als sie noch nicht zur FAZ gehörte. Und jetzt mache ich eben den Gesprächskreis Bildungspolitik in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bin auch der Vorsitzende hier in Nordrhein-Westfalen. Es ist so, dass ich Tim Engartner und Ilka Hoffmann aus früherer Arbeit kenne und wir uns von daher auch duzen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ein großer Unterschied sein zwischen duzen und siezen. 45 Minuten diskutieren wir unter uns, dann wird das Publikum zugeschaltet. Ich sagte ja schon, also die Ökonomisierung ist für die Stiftung auch in anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge ein durchgängiges Thema. Es geht um Gesundheit, Verkehr, Energieversorgung, Klima. Während Bildung, da ist es möglicherweise die Privatisierung oft schon weiter fortgeschritten. Die Bildung scheint ja noch weitgehend öffentlich organisiert zu sein bei uns. Und Engartners Studie zeigt nun auf, dass das mehr und mehr bröckelt. Sponsoring, Lobbyarbeit mit Lehr- und Lernmaterialien von Stiftungen und Unternehmen. Die Lehrerfortbildung wird nicht mehr staatlich organisiert, sondern von großen Verlagen. Privatschulen breiten sich aus.
private Nachhilfeunternehmen im großen Stil entstehen und schließlich die Ausstattung von Schulen mit Digitaltechnik. Das sind so die Bereiche, in denen sich die Ökonomisierung mehr oder weniger schleichend vollzieht. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass es eben auch im staatlichen Schulwesen um Output-Parameter geht, um Steuerungsmethoden, die für Wirtschaftsunternehmen entwickelt wurden, aber nicht für Bildungseinrichtungen. Und statt um Bildung geht es um Kompetenzen. Früher ging es um Humankapital. Und die Schüler und Eltern, die in dieser Begriffswelt eigentlich auch als Kunden angesprochen werden, verlangen es offenbar auch. Mehr verwertbares Wissen. Wirtschaft soll als Schulfach eingeführt werden, statt politischer Bildung. Und ich denke, wenn man jetzt in die USA schaut, dann sieht man, kann man sich fragen, ob wir unsere einigermaßen stabile Demokratie im Vergleich zu anderen Ländern nicht auch dem verdanken, dass wir doch ein gewisses Level an politischer Bildung erreicht haben. Ja, Engagners Auftrag bestand auch darin, Alternativen zur Ökonomisierung aufzuzeigen. Und auch darüber werden wir diskutieren. Wir haben übrigens auch noch, auch das findet man im Internet, ein Dossier zum Thema Schulen in Zeiten der Pandemie herausgeben lassen. Und da werden Praxisbeispiele vorgeführt, die eben zeigen, dass sich Schule nicht auf Homeschooling reduzieren lässt oder nicht durch Homeschooling an Computer allein ersetzen lässt. Wie gesagt, 45 Minuten, dann können Sie als Zuhörerinnen und Zuschauerinnen sich einschalten und wir führen das Ganze jetzt mal im Gespräch. Versuchen wir von dem Engartner herauszuhören, was es denn gibt es denn was Neues, sozusagen, was aus deiner Studie hervorgeht? Ich meine, es ist eine Literaturstudie und dann hast du eben natürlich keine Feldforschung betrieben. Ne? Also wenn es gar nichts Neues gäbe, dann wäre der Untersuchungsauftrag natürlich nicht eingelöst worden. Insofern hoffe ich, dass auch einige neue Erkenntnisse für Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten sich in der Studie finden. Ich habe aus der Vogelperspektive betrachtet versucht, einige Gesetzmäßigkeiten und Glaubensbekenntnisse, die der Ökonomisierung schulischer Bildung hierzulande den Weg geebnet haben, das Augenmerk zu schenken. Es sollten einige Aspekte aufgegriffen werden, wie zum Beispiel die chronische Unterfinanzierung des Schulsystems. Das ist ja in sich nichts Neues, aber es gab zum Beispiel eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik, wonach der Instandhaltungsrückstau sich auf sage und schreibe 42,8 Milliarden Euro zwischen Flensburg und Passau sowie Frankfurt an der Oder und Aachen beläuft, allein bezogen auf die Schulgebäude. Ich habe mir die Lehrerfort- und Weiterbildung angeschaut, die mehr und mehr von Schulbuchverlagen, Stiftungen und Verbänden angeboten werden und nicht mehr von Ministerien und ihnen nachgelagerter Einrichtungen. Ich habe dann natürlich, das bleibt in Zeiten wie diesen nicht aus, auch einen Aspekt der Digitalisierung dort aufgegriffen. Alles vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich im Forschungssemester in Berkeley war, vor den Toren des Silicon Valley und dort erlebt habe, was es heißt, wenn Google, Apple und Co. ins Klassenzimmer gelangen. Und gerade gestern ist ja eine Sammelklage in den USA initiiert worden gegen Google aufgrund von datenschutzrechtlichen Verstößen. Also diese Frage wird erörtert, vor allen Dingen verbunden mit der Frage, ob da die pädagogischen Konzepte nicht den ökonomischen Interessen unter Umständen unterliegen könnten. Und zu guter Letzt kann anschließend an die Veröffentlichung von Herrn Kaube ja auch vielleicht ein Punkt da markiert werden, wo es darum geht, welchen Wandel des Bildungsverständnisses wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchlebt haben. Also in Eltern, Lehrer und Schülerschaft, dieser Blick auf die Verwertbarkeit von Wissen, die auf Arbeitsmarktrelevanz zielende Berufsorientierung etwa, das würde ich auch als Ausdruck, der Ökonomisierung schulischer Bildung begreifen. Ja, vielen Dank. Herr Kaube, was haben Sie denn dieser Studie entnehmen können? Naja. Ich glaube, dass es verschiedene Dinge sind, die mit dem Begriff Ökonomisierung belegt werden. Und ich finde es eine wichtige Frage, wie eng die miteinander zusammenhängen. Also wie eng zum Beispiel das Implementieren irgendwelcher Geräte oder die Versorgung mit Lehrmaterialien zwingend einhergeht mit einem veränderten Bildungsbegriff. Denn man könnte sich ja erstmal naiv hinstellen und sagen,
Die Tafeln mussten früher auch gekauft werden und auch früher gab es Schulbuchverlage und es gab Sprachlabore und was immer. Und da hatte man damals jedenfalls nicht unbedingt den Kapitalismus vermutet, dass der sich jetzt ausbreitet, nur weil es gekauft wird. Natürlich haben zum Beispiel digitale Geräte eine ganz andere, wie soll man sagen, entwickeln eine ganz andere Kraft, prägende Kraft, als vielleicht Kreide es tat. Aber das wäre so ein erster Punkt, den ich interessant finde, dass man sagt, wenn an einer Privatschule, sagen wir mal so, etwas provokativ, wenn an einer Privatschule die Bildung so unterrichtet würde, wie Herr Engarten oder auch Sie sich das vorstellen, dann kämen Sie in ein Dilemma. Dann hätten Sie einerseits eine Schule, die das tut und die das andererseits in einer Form tut, die Sie ablehnen. Also das wäre so für mich so eine interessante Frage, wie eng alle Aspekte von Ökonomisierung miteinander verbunden sind. Ja, das ist in der Tat ein Dilemma, was durchaus auch, sagen wir mal, in der gesellschaftlichen Linken existiert. Das stellt man vor allen Dingen also in Ostdeutschland fest, wo es ja, sagen wir mal, wo es auch Bereiche gibt, die schulisch eigentlich nur noch durch Privatinitiative abgedeckt werden können. Und es gibt natürlich die freien Schulen und so weiter, also viele Schulformen, die, sagen wir mal, bei Leuten, die sich eher links verstehen, ja durchaus positiv gesehen werden. Und nicht nur solche Beispiele, wie Tim Engartner sie anführt, also Salem und was war das noch? Torgelow. Metropolitan School und Torgelow, ja. Ne? Ja, das sind halt Widersprüche, mit denen man leben muss in dieser Zeit. Hm? Ja, Ilka Hoffmann, was hast du dieser Studie entnehmen können? Ja, ich denke, der interessante Aspekt ist tatsächlich, wie Ökonomisierung auf die Bildung wirkt und auch auf das Menschenbild. Und wenn wir die Digitalisierung anschauen, dann geht es hier in erster Linie nicht um die Geräte, die da sind. Die sind so gut oder schlecht wie der Einsatz dieser Gerätschaften. Es geht darum, welche Lernprogramme in die Schule gedrückt werden. Und ich möchte hier mal das Stichwort sagen, Learning Analytics. Wenn wir uns ansehen, wie dieses Programm, das ist ja ein Datenmanagement-Programm, wie es funktioniert, dann hat es direkte Auswirkungen auf die Didaktik und auf das Menschenbild. Denn bei diesen Learning Analytics-Programmen, sind ja Programme, wo analysiert wird, wie viele Fehler machen Schüler, wie ist ihr Lernstand, aber auch wie schnell bearbeiten sie ihre Aufgabe, wie ist ihre Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, diese Programme erheben Metadaten über das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Wir sehen das in China, da ist das schon sehr weit fortgeschritten und das wird im Moment sehr stark in den Markt gedrückt und wird dann verbunden mit der Hoffnung, dass man dadurch individualisiertes Lernen aufrechterhalten kann. Und wenn wir uns diese Programme genauer angucken, dann sind das simple Drillaufgaben. Also wir haben keine Kreativität, kein kritisches Denken, sondern es geht um einen Drill von Wissens- oder Kompetenzinhalten, die dann auch noch mit einer Verhaltenskontrolle verknüpft werden. Und wir haben die Jahre, bevor diese Digitalisierung so Fahrt aufgenommen haben, ja auch konstruktive Didaktik gepredigt, auch in Mathematik oder auch in anderen Fächern, dass Kinder und Jugendlichen sich kritisch und konstruktiv Lerninhalte aneignen und das auch mit kooperativen Lernformen verknüpfen. Und wir sehen jetzt einen totalen Rückschritt in den Drill und das kommt daher in einem modernen Gewand, weil es mit Technik verbunden ist und es wird noch verknüpft mit Verhaltenskontrolle. Und da sage ich, das ist im Grunde auch eine Gefahr für die Demokratie. Und wenn wir da nicht kritisch drauf gucken, dann schleichen sich solche Kontrollmechanismen in die Schule ein. Wir haben ein völlig anderes Bild, nämlich den funktionalen Menschen, der vorgefertigte Meinungen wiedergibt und ja auch ein bestimmtes Gesellschaftsbild reproduziert. Und das ist tatsächlich, da sehe ich eine große Gefahr. Dass wir überhaupt Digitalisierung benutzen, halte ich nicht für eine Gefahr. Man muss das in kritischer Weise tun und auch mit einem positiven Menschen- und Gesellschaftsbild verknüpfen.
Ja, wenn man jetzt nochmal auf diese Individualisierung schaut, ich meine, du hast das jetzt also diese personalisierten Lernprogramme als eine Gefahr dargestellt. Ich meine, die GEW und nicht nur die GEW sieht ja also die Heterogenität von Lerngruppen durchaus positiv und die lässt sich natürlich sagen wir, mit solchen individualisierenden Programmen vielleicht auch besser managen, als wenn also alle in einem Klassenverband alles gemeinsam vorgesetzt bekommen. Und ich denke, da ist sicherlich auch eine Differenz zu Herrn Kaube, der, also wenn ich mich richtig erinnere, in seinem Buch also vieles gut findet, was man also an progressiven Dingen in Schulen machen kann. Aber Heterogenität findet er nun irgendwie eine ziemlich überflüssige Geschichte. Ja, also da würde ich jetzt sich widersprechen. Bei Heterogenität, ja, ich würde mal Herrn Kaube, ich würde mal Herrn Kaube fragen dazu erstmal. Ja, okay. Naja, die Schule muss ja beides leisten. Also die Schule muss ja einerseits ein gewisses Weltwissen und Können vermitteln, das, und zwar an alle. Und also die Vision oder den Konjunktiv oder solche Dinge. Und auf der anderen Seite ist sie ja gehalten, Unterschiede zu beobachten. Also deswegen gibt es Noten und deswegen gibt es diese ganze Terminologie von Begabung, die ja immer unterschiedliche Begabung meint. Das sind ja nicht alle, den Begabungsbegriff müsste man ja löschen, wenn man sagt, es sind alle gleich begabt und in der gleichen Richtung. Und insofern ist Heterogenität ein Normalzustand der Schule. Aber die Frage ist einfach, was macht der Unterricht damit, mit der Heterogenität? Also pflegt er sie? Möchte er sie sogar noch steigern? Oder muss er nicht auch einfach Rücksicht auf die Tatsache nehmen, dass in allen denkbaren Welten 8 geteilt durch 4, 2 gibt? Und da gibt es keine Heterogenitätschancen oder so. Und so eine alte Formel, ich gebe zu, aus vergangenen Zeiten, war ein bisschen, dass die Lehrer immer die Dreier unterrichten, also die in der Mitte der Klasse sind. Und dann gibt es immer ein bisschen das Problem mit denen, die nicht mehr mitkommen, insbesondere in Fächern, wo alles aufeinander aufbaut, Mathematik, Deutsch auch, und denen, die sich vielleicht langweilen und da glaube ich allerdings, das wird sich unter keinen denkbaren Umständen jemals ändern. So ist das eben. Also da muss ich sehr vehement als Praktikerin widersprechen, die in einer inklusiven Schule gearbeitet hat, die 15 Jahre lang und diese mitentwickelt hat. Es gibt Unterrichtskonzepte seit vielen Jahren, die dem... Jetzt bist du leider nicht mehr zu hören. Prinzip von allen Lehren, 500 Jahren gesagt. Und es gibt, ja, ich weiß auch nicht warum, ich habe mich nicht stumm geschaltet. Wird man nicht? Wird jetzt man nicht? Wieder ein bisschen, ja. Nicht besonders gut, aber ein wenig. Ja, ich weiß, woran das liegt. Vielleicht an der Übertragung hier. Also es gibt seit vielen, vielen Jahren Konzepte, mit denen man heterogene Gruppen auch zum gleichen Lerngegenstand unterrichten kann. Es gibt das Lernen am gemeinsamen Gegenstand nach Feuser. Es gibt die Didaktik von Comenius, die ist 500 Jahre alt. Es ist eine sehr veraltete Vorstellung, dass es nur Alternativen gibt zwischen digitalem Drillunterricht und Frontalunterricht, mit denen man die Mittelköpfe anspricht. Und ich finde auch aus linker Sicht sollten wir den Begabungsbegriff nicht nennen, weil der Begabungsbegriff ist ein Konstrukt des Bürgertums, um die Ständeschule zu retten. Weil man hat gesagt, nicht mehr der Adel darf nur zur Schule gehen, sondern das aufstrebende Bürgertum sollte über Leistung auch in dem Berechtigungswesen einen besseren Platz bekommen. Und das Begabungskonstrukt gehört genau in diesen Zusammenhang. Wir retten die Stände, indem wir sagen, ärmere Menschen sind ein Stück weit selber schuld, weil sie sind ja auch dümmer und nicht so begabt. Begabungskonstrukt. Das ist keine Implikation. Das ist keine Implikation, wenn ich sage, Kinder. Aber das Begabungskonstrukt muss im historischen geworden sein, betrachtet werden. Und da ist es kein progressives
prosoziales Konstrukt. Und wir sehen ja auch den Zusammenhang, in dem Intelligenztests entwickelt wurden. Wenn wir über Normisierung sprechen, dann sehen wir die Testindustrie und vor allen Dingen die Intelligenztestindustrie nicht aus den Augen verlieren. Und damit habe ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt. Da will ich auch zu sagen. Ich kann mich in der Funktion des Brückenbauers erklären, ohne jetzt meine Vermittlungstätigkeiten wie im Ausschuss des Deutschen Bundestages anstrengen zu wollen. Aber Heterogenität ist für mich auch kein Wert an sich. Die Frage ist, wie man auf diese Heterogenität in der Schule reagiert. Und da würde ich sagen, versagt die Bildungsrepublik hierzulande. Der Personalschlüssel ist zu schlecht. Wir haben keine Schulen, die von der Architektur oder von den Räumlichkeiten her die individuelle Betreuung von Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Wir haben nach wie vor eine auf zentrale Lernstandserhebungen ausgelegte Testpolitik mit Large-Scale Assessments und so weiter. Und tatsächlich muss man ja beobachten, dass an amerikanischen Ivy League-Universitäten etwa mit dem Scholarly Adaptation Test die Zugangsvoraussetzungen allein über den IQ-Test, einen anders gearteten IQ-Test, erfolgen. Also wenn man davon ausgeht, dass die Begabungen unterschiedlich ausgeprägt sind, dann muss man davon, wenn man ein inklusives Bildungsverständnis hat, muss man darauf personalpolitisch reagieren. Und in deutschen Gymnasien in der Sekundarstufe 1 beträgt die Ratio zwischen Lehrenden und Lernenden 1 zu 26. Und da braucht man nicht auf erfolgreiche Bildungsnationen wie Estland, Finnland oder Schweden schauen. Das ist einfach, wenn man den Anspruch erhebt aus dem Land der Dichter und Denker, nicht das Land der Stifter und Schenker werden zu lassen, wo man auf private Zufinanzierung angewiesen ist. Da muss man da aktiv werden und das ist unter derzeitigen Gegebenheiten nach meinem Verständnis nicht möglich, diese Heterogenität im Klassenzimmer sachgerecht zu adressieren. Aber es gibt genug Beispiele von Schulen, die das können. Ich weiß nicht, Herr Kaube, wollten Sie noch was dazu sagen? Ja. Also Klassengröße, das ist eine interessante Sache. Also wenn man sich die Forschung dazu anschaut, wenn ich das richtig erinnere, ist der kritische Faktor, liegt doch ungefähr bei 12. Also und nach 12 ist es relativ, also zwischen 15 und 30 macht es nicht so einen Unterschied. Da treten viel andere, ganz andere Faktoren, Lehrerbildung, Stabilität des Unterrichts, einfach Intelligenz des Unterrichts spielen eine sehr große Rolle. Und natürlich auch Zusammensetzung der Schülerschaft, denn Heterogenität ist ja ein Euphemismus, wenn man einfach sagt, ja, die sind unterschiedlich oder so. Es kommt sehr darauf an, in welchen Dimensionen die unterschiedlich sind. Also wenn Sie fünf Schüler haben, die einfach auf Irritation des Unterrichts gebucht sind, dann können die anderen 15 sehr homogen sein. Es wird dann sehr schwer für die Lehrkraft. Also insofern glaube ich auch, dass das ein pauschaler Begriff ist. Ich wollte eigentlich nur damit darauf hinaus, dass es ja, glaube ich, kaum eine Pädagogik im Universum gibt, die die Vorstellung hat, die Schüler verlassen alle gleich die Schule. Ja, das gewiss nicht, ne? Aber ich komme jetzt nochmal zurück auch auf diese Digitalisierung und Ilka, du hast das jetzt so eben die negativen Sachen dort herausgestellt, aber ist nicht sozusagen die positive Seite daran, dass man sagen kann, ja, damit kann man doch individualisieren. Jeder sitzt vor seinem Computer und jeder kriegt sozusagen das Programm, was für ihn am besten ist. Und dann kann man doch diese Heterogenität viel besser managen, als wenn man alle gemeinsam beglücken muss. Also der Vorteil von digitalen Tools ist, dass sich tatsächlich verschiedene Umgebungen schaffen kann einen Klassenraum. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft, aufgrund ihrer Lernbiografie auf mehr Beziehung angewiesen sind, auf mehr direkte Instruktion. Und wir haben Kinder und Jugendliche, die eher auch selbstständig arbeiten können. Und wenn ich digitale Tools einsetze, dann kann ein Teil der Klasse zum Beispiel mit einem Lernprogramm das einmal eins auswendig lernen, eine andere Gruppe kann was recherchieren, in den Kurs schreiben, ich als Lehrer mit einzelnen Schülerinnen und Schülern hinsetzen und ihnen nochmal etwas erklären. Also ich bin auch der Meinung, nicht alle müssen in der gleichen Stunde am gleichen Fach, haben wir in unserer Schule auch nicht so gemacht. Wir haben nach
nach Wochenplänen gearbeitet und es konnte sein, dass im Klassenraum jemand gerade bei Mathe dran war und jemand anderes was in Erdkunde gemacht hat. Das ist alles möglich und das machen Schulen. Was die Digitalisierung bringt an Teilhabe ist, dass Kinder und Jugendliche gibt, die ohne Digitalisierung im Pflegeheim sitzen würden. Also ich hatte Schüler, die ein Locked-In-Syndrom hatten und die kommuniziert haben über den Computer. Wir haben da Spracherkennungsprogramme. Wir können sehr viel besser blinde Menschen integrieren durch die Digitalisierung, bewegungseingeschränkte Kinder und Jugendlichen und vor allen Dingen kommunikationsbeeinträchtigte Jugendliche. Das wäre ohne die Digitalisierung nicht möglich. Das heißt, in der Digitalisierung liegt eine große Chance, Teilhabe für viele Kinder und Jugendliche und auch den Umgang mit heterogenen Lerngruppen zu befeuern. Aber zuerst kommt eine gute Pädagogik und die Digitalisierung oder die digitalen Tools sind die Pädagogik, die da zugrunde liegen. Also durch Digitalisierung wird schlechte Pädagogik nicht besser. Naja, nun zeigt ja gerade Corona, dass diese Digitalisierung ja durchaus sozusagen instrumentell betrachtet seine Vorteile hat, ihre Vorteile hat. Ne? Also, und auf einmal, ist auch viel so ideologischer Sprengstoff, habe ich so den Eindruck, aus der Diskussion raus. Man kann das also mehr instrumentell betrachten, sagen, okay, die können ja dann ihre Aufgaben da lösen. Und nun stellt man fest, ja, aber das Problem ist ja, dass dadurch der Social Gap eigentlich noch größer wird, denn da gibt es auf der einen Seite die Kinder, die allein die technische Ausstattung haben und die zum zweiten Eltern zu Hause sitzen haben, die zum Beispiel schon mal Zoom-Konferenzen gemacht haben oder sonst mit dem Gerät umgehen können, und andere, die können es nicht. Und da gibt es jetzt dieses Programm, 150 €, für Menschen, die das brauchen, ist die Frage, ob 150 € wirklich viel bringen. Und die andere Frage ist natürlich auch, die Tim Engartner ja aufwirft, also als erste Forderung sagt er ja, bessere finanzielle Ausstattung. Und da gibt es eben diesen Investitionsstau von 42 Milliarden. Und dann ist die Frage, soll man erstmal Klos sanieren oder soll man erstmal Computer anschaffen? Und wie soll man das entscheiden? Ist ja letztlich schon entschieden, dadurch, dass die Politik 5,5 Milliarden Euro in grosso modo in die IT-Ausstattung der Schulen stecken wird. Wir brauchen, glaube ich, nicht lange darüber reden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die Digitalisierung der Lebenswelten auch eine Digitalisierung der Bildungswelten mit sich bringen muss. Also dem Digitalfatalismus anheimzufallen, in Anlehnung an Karl Kraus, der technische Fortschritt erlaubt es der Dummheit, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, ist wahrscheinlich genauso falsch wie einen Digitalfanatismus zu praktizieren und zu glauben, mit Laptops, Tablets und modernster Software würde die Bildungsrepublik aus ihrer Krise treten können. Ich glaube, wir brauchen sowas wie einen digitalen Realismus, also die Vorstellung davon, wie sinnvoll mit Blended Learning Formaten oder adaptiven Lernsystemen, die von Frau Hoffmann ja auch schon angesprochen worden waren, reagiert werden kann auf die Lerngruppen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass diese Debatte über die Digitalisierung der Schulen jetzt alle anderen Fragen überlagert, so ein Stück weit wie die Kompetenzorientierungsdebatte seinerzeit. Dass nicht nur große Förderprogramme ausgelobt werden für Fragen des Digital Gaps etwa, sondern man jetzt punktuell nur darauf schaut. Und in Zeiten der Post-Corona-Krise werden wir wahrscheinlich erleben müssen, dass die Mittel nochmal knapper werden. Und die Frage ist dann, was die chronische Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden für die Infrastruktur in Sachen Schulgebäuden vorhält. Und dann, wenn ich das noch sagen darf, ich habe so ein bisschen, das gilt für alle Bildungspolitiker und Bildungspolitiker gleich welcher Couleur, wie aber auch für Eltern, Lehrer und Schülerschaft, dass man glaubt, also Bildung würde jetzt zu einem Spaßfaktor gelangen oder werden, wenn man sich Kants kategorischen Imperativ, Platons Höhlengleichnis oder Habermas Diskurstheorie mit YouTube-Clips anschaut, weil das näher an der Erfahrungswelt, an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler dran ist. Ich glaube, dass Bildung auch Anstrengung bedeuten muss und dass die Lektüre eines Textes absolut essentieller Bestandteil einer Bildungsbiografie sein muss. Also Bildung quasi immer so leicht wie möglich zu machen, halte ich für eine verwegene Art, sich mit der Optimierung oder mit der Verbesserung von Bildungslandschaften zu befassen.
Also genau, das scheint mir so eine sehr überzogene Erwartungshaltung an die Digitalisierung zu sein. Hinzu kommt, dass im Präsenzunterricht, in der direkten Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden natürlich dann auch sowas wie, zum Vorschein kommt wie Mimik und Gestik, Stimmung und Emotion oder auch Freude, meinetwegen auch Reaktanz. Das geht natürlich im digitalen Format, wie jetzt ja auch bei uns hier heute Abend, ein Stück weit verloren. Klar. Ich würde selbst da noch unterscheiden, wenn Sie das gerade mit YouTube angesprochen haben. Die Qualität dieser Tutorials weicht extrem voneinander ab. Also wenn Sie irgendwie versuchen, ein Tutorial über die Ballade zu finden, das einigermaßen Sinn macht, dann haben Sie eine echte Aufgabe. Wohingegen es ganz leicht ist, sehr gute Tutorials in Chemie oder in Mathematik zu finden. Also auch da ist selbst innerhalb einer solchen Technologie müssen die Sachen fallweise betrachtet werden. Ja, also ich würde YouTube noch ganz anders betrachten, und zwar eher darauf gehen, dass die Schülerinnen und Schüler solche Tutorials wählen. Wir wissen ja, dass wenn man etwas erklärt, dass man dabei am meisten lernt. Und wir müssen wegkommen von dieser Jetzt hören wir dich leider nicht mehr. Zoom-Haltung. Das hat auch was mit Ökonomisierung zu tun, dass wir digitalen Medien mit dieser Konsumhaltung betrachten. Wir sollten sie eher umdrehen und als ein Instrument betrachten der Selbstaneignung. Und das kann ich zum Beispiel, indem ich mit Schülerinnen und Schülern Kurzfilme drehe über eine Lektüre, die ich gelesen habe. Ich habe das in der Hauptschule gesehen zur Verwandlung von Kafka. Die haben in der Hauptschule, hat eine Lehrerin gelesen, Kafka, die Verwandlung. Da würden viele hier so den Begabungskonstrukt anhängen. Das kann man doch in der Hauptschulklasse nicht machen. Nein, die haben verstanden, um was es da geht und haben dann auch für YouTube Kurzfilme produziert. Und ich glaube, da müssen wir einfach... Das ist auch eine Umsteuerung und auch eine Uminterpretation dieser Tools, dass wir sagen, es geht nicht um Konsum, sondern es geht um Aneignung und Kreativität. Ja, und ich meine, es ist ja ein Beispiel jetzt dafür, dass Lernen ein sozialer Prozess ist, ne, und nicht nur einer, wo individuell Leute vor einem Gerät sitzen. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen das erweitern, dass wir jetzt nicht nur über die Digitalisierung sprechen, also ein Aspekt der Ökonomisierung ist ja auch der Wettbewerb unter den Schulen, also größere Schulautonomie, dass sie also auch eigene Schulprofile entwickeln. Das ist ja auch, sagen wir mal, auch in Gewerkschaftskreisen wird das sicherlich auch ganz positiv gesehen, aber es führt ja auch dazu, dass sich Schulen sehr unterschiedlich entwickeln und es führt dann auch dazu, wenn man jetzt noch dazu nimmt, das ganze Problem also der Ökonomisierung im engeren Sinne, dass es also Schulen gibt, die einen tollen Förderverein haben mit reichen Sponsoren und dass es Schulen gibt, ich sag mal, die Grundschule in Köln-Kalk, die nichts hat. Ne? Das heißt also, Autonomie führt also auch dazu, dass sich diese Bildungsrepublik immer weiter auseinanderentwickelt. Ist eine These, die sicherlich aus der Tim Engartner Studie hervorgeht. Und wie geht man damit um? Nicht? Auf der anderen Seite möchte man ja auch mehr Autonomie haben. Wenn Sie denn sagen, diese Schule, die Sie mit dem Förderkreis da gerade angesprochen haben, die hätte den nicht in einer anderen Welt? Den Förderkreis hat sie ja völlig unabhängig von... Also ich meine, die Ungleichheit in der Gesellschaft kann ja nicht wegerzogen werden oder weggebildet oder weggeschuladministriert. Also da würde ich an den Marxisten appellieren und sagen, ja. da brauchen Sie andere Umbrüche als eine Bildungsreform, wenn Sie den Unterschied zwischen Köln-Kalk war das und ja. sagen wir Salem, wenn der Sie stört, dann ja. würde ich sagen, das läuft nicht auf dem Wege einer Bildungsreform oder einer Autonomieregulierung. Was die Autonomie selber angeht, würde ich denken, ich würde es nochmal vom Unterricht aus sehen. Es gibt ja Bereiche des Unterrichts, wo wir nicht möchten, dass Autonomie herrscht, weil wir einfach sagen, Geometrie ist dies und jenes, bei allen pädagogisch-didaktischen Finessen, die man da aufrufen kann. Und der Konjunktiv ist eben der Konjunktiv. Wohingegen die Frage, ob man Biologie an der Ostsee genauso unterrichten muss wie am Bodensee, finde ich eine sinnvolle Frage ist. Ja, ob man in einer Stadt, in der es ein Museum gibt, Kunst genauso unterrichtet wie
auf einem Dorf, wo es eben kein Museum gibt, da würde ich sagen, warum sollen denn da Schulen nicht große Spielräume haben, die Kollegien sozusagen, sich ein sogenanntes Profil zu verschaffen. Das muss ja nicht gleich irgendwie der Eintritt in die Marktwirtschaft sein, sondern einfach nur, dass Unterschiede gepflegt werden und Möglichkeiten. Die Kolleginnen sind anders besetzt. Man reagiert auf Opportunitäten vor Ort sozusagen. Bildungslandschaft ist so ein Wort, das ich aus der Schweiz kenne. Also nur das vielleicht. Ilka, ja. Ja, also ich glaube damit, wir sehen diese Autonomiedebatte durchaus kritisch, weil du ja gesagt hast, die Gewerkschaften das. Wir begrüßen, was gerade gesagt wurde, nämlich die pädagogische Freiheit. Und die hat erstmal mit Ökonomisierung tatsächlich nichts zu tun. Aber wir kritisieren Steuerungselemente, die in die Schule reinkommen durch die Autonomiedebatte. Da kommen dann solche Themen auf, wie Lehrkräfte werden leistungsmäßig bezahlt. Und die Gefahr, die wir sehen, es gibt natürlich auch Leistungsunterschiede zwischen Lehrkräften, aber die Gefahr, die wir darin sehen, ist, dass der Schulleiter dann darüber entscheiden kann, wie viel Gehalt eine Lehrkraft bekommt. Und bewertet der das nach dem pädagogischen Nutzen oder nach der Gerechtigkeit für die Lernenden oder beurteilt er das nach der Unterwürfigkeit seiner Person gegenüber? Also geht es dann um politische Opportunität, die diesen Leistungsgedanken reinträgt, oder geht es um einen pädagogischen Mehrwert? Also da machen wir ein Fragezeichen, wie wird Unterrichtsentwicklung unter diesem Diktat die autonome Schule und ein, was sie braucht, gesehen. Und bei der Selbstständigkeit, wir dann zum Beispiel, wir haben ja so eine Debatte auch in der FDP, die ist Gott sei Dank nicht so ganz aufgebrochen, aber da gibt es die Debatte, dass die Eltern Bildungsgutscheine bekommen, die Schulen in Konkurrenz, die sind alle autonom und bieten ein eigenes Profil an, und dann können mit diesen Gutscheinen können sich die Eltern dann in die beste Schule einkaufen. Und wenn wir so etwas machen, dann haben wir gesellschaftlich verloren. Dann sind wir da, wo Schweden kommt, jetzt wieder zurücksteuert, nämlich in einer Vertiefung der sozialen Spaltung. Also Schule ist nicht die Ursache der sozialen Spaltung. Sie ist aber ein Katalysator der vorhandenen Spaltung. Und das wird sie durch diese Steuerungselemente und durch diesen Weg in die Konkurrenz in autonomen Schulen. Ja, ich denke mal, die eine Sache ist, dass man eben unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich behandeln muss. Und dann ist aber die Frage, muss der Staat da nicht auch steuernd eingreifen? Ne? Also wenn ich jetzt das Beispiel Köln-Kalk nochmal nehme und jetzt, was weiß ich, in Köln-Marienburg oder so, dann ist eben die Aufgabe, Tim Engartner stellt das ja auch in seiner Studie fest, zu sagen, in Köln-Kalk, da sind 80% Migrantenkinder, die brauchen einfach mehr Deutschunterricht, die brauchen, die brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer, die sie auch in kleineren Gruppen unterrichten, etc. pp. Die brauchen nicht so viel, vielleicht wie die Kinder in Marienburg, wo sie von ihren Eltern und ihren Nannies noch gut betreut werden. Ne? Ich denke, solche Unterschiede müssten dann eben auch staatlich betreut werden. Und das würde aber auch bedeuten, und das wäre vielleicht eine Herausforderung für die GEW, Lehrerinnen und Lehrer können sich also ihre Arbeitsplätze ja auch relativ frei suchen, solange es eben Lehrermangel gibt, und die werden eben lieber an das Gymnasium, was weiß ich, an das Apostelgymnasium in Köln gehen, als Schule. Es gibt da also so ein Gymnasium, was einen hohen Migrantenanteil hat, den Hofhefer-Gymnasium. Ne? Ja. Müsste man Steuern eingreifen. Das wird den Lehrerinnen und Lehrern vielleicht auch nicht so gut gefallen. Spätestens jetzt sind alle Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Sprengseln, würde man, glaube ich, in anderen Orten sagen, der Dom und Weltstadt Köln vertraut, Karl-Heinz. Ja. Kurze Stadtführung durch die Bildungslandschaft der Metropole. Wenn man das auf einer gebietskörperschaftlichen Ebene höher sich anguckt, sieht man schon, dass die
Autonomie der Schulen nur sehr bedingt überhaupt sich ausbilden kann, wenn man das denn will, weil die Ausgangsbedingungen sehr unterschiedlich sind. Also in Berlin und Hamburg werden etwa 10.000 Euro pro Schülerinnen und Schülerkopf investiert, in Nordrhein-Westfalen nur 6.800 Euro. Und dann nochmal in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Stadtteilen hat man auch nochmal eine Ausdifferenzierung, die den sozialen Bedarfen oder auch den bildungspolitischen Bedarfen nur sehr, sehr bedingt Genüge tut. Also Autonomie und Profilbildung von Schulen kann nur dann stattfinden, nach meinem Dafürhalten jedenfalls, wenn es eine annähernd gleiche Finanzarchitektur zum Beispiel gibt. Ja? Also die Ausstattung mit Schulbüchern. Wir haben viele Schulen, in denen die Kopierkontingente gedeckelt sind. Oder wir haben in einigen Bundesländern ist die Lehr- und Lernmittelfreiheit abgeschafft worden, immer in einer Kernforderung der Revolution von 1848. Die hier mit einem Objekt in Frankfurt ja eng verbunden ist, der Paulskirche, um auch mal Lokalkolorit aus Frankfurt einfließen zu lassen, für Herrn Kaube und mich und Frau Hoffmann. Ja, unbedingt. Also in anderen Worten, man müsste, glaube ich, noch mal höher ansetzen beim Bund, bei den Ländern und dann auf der kommunalen Ebene schauen, wie die Finanzarchitektur aussieht. Das wird sich in der Post-Corona-Zeit noch mal verschärfen. Ja, es ist uns generell noch in einer anderen Dimension der Finanzierung haben wir ja in Deutschland eine etwas merkwürdige Auffassung, nämlich dass wir das Geld eher in die späten Schulstufen stecken, anstatt in die frühen. Und jeder weiß, dass das ja extreme Aufholprobleme, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, nach sich zieht. Und wir unterrichten mehr Stunden in der Sekundarstufe 1 als in der Grundschule und so weiter und so fort. Und da ist es in der Tat so, dass vielleicht gar nicht eine gleiche Finanzausstattung der Schulen, Herr Heinemann hatte die Fördervereine schon angesprochen, wichtig ist aber eine ausreichende. Also dass man sagt, dass Kreativität überhaupt ein Spielraum hat und nicht die Schule sozusagen ums Überleben kämpft jeden Tag. Sonst geistige und materielle Überleben, das ist eine sehr schlechte Bedingung für Bildung, wenn man den Begriff dann noch überhaupt verwenden will. Naja, also sag mal, wahrscheinlich müsste man eben dann staatlicherseits die Mittel auch so lenken, dass man eben dort besonders viel reinsteckt, wo es eben besonders nötig ist. Also wenn ich jetzt nochmal auf Köln zu sprechen komme, eben nach Köln-Kalk. Und ja. Die Realität sieht aber so aus, auch in der Kommunalpolitik, ne, dass natürlich die Eltern, ich sage jetzt mal in Köln-Lindenthal, das ist ein gut bürgerlicher Stadtteil, durchsetzungsfähiger. Da fehlte noch. Und das, wir haben 86 Spädel in Köln, bald sind alle durch. Dass dort die Eltern durchsetzungsfähiger sind und die Grundschulen alle gut mit einem Ganztagsangebot ausgestattet sind, während dort, wo die Eltern eben nicht so durchsetzungsfähig ist, das Angebot an Ganztagsbetreuung eben nicht, und wo es eben viel nötiger wäre, eben nicht so gut ist. Und das finde ich schon ziemlich skandalös. Und ich denke, damit muss man sich mal auseinandersetzen. Und das ist für mich auch, sonst ist es jetzt keine Ökonomisierung im eigentlichen Sinne, ne? Aber es geht doch darum, wer ist der Stärkere und wer setzt sich durch. Ne? Thank you.